Schießt hier jetzt jemand? Nee. Ich muss es also erst zauen. Natürlich. So, speichern wir mal gleich. Speichern. Bist ganz schlauer, ich weiß. Energie jetzt so. Auf 15% Energie jetzt auf 30%. Genau, sowas habe ich gesucht. Energie jetzt auf 45%. Und damit sieht es schon wieder ganz gut aus bei uns mit dem Leben. Was können wir denn hier eigentlich bewirken? Können wir überhaupt was? Aha. Interessant. America! Aber irgendwie ein bisschen krumm, ne? Na gut. Hier ist er richtig rum. Haben sie einfach gespiegelt drauf geklatscht. Natürlich, warum nicht? Okay. Wir gehen mal. Haben wir hier irgendwas noch? Nee, ne? Da kommen wir nicht durch. Müssen wir die Türen irgendwie öffnen? Die Garagentore meine ich. Oder können wir vielleicht mit dem Auto fahren? Lass mich mit dem Auto fahren, bitte. Och Mensch. Mit der alten Pixelkarre. Gut, dann nicht. Hier ist immer noch zu. Wo müssen wir raus, ist die Frage. Können wir nochmal irgendwas hier... Okay, damit können wir uns nach oben befördern, rein theoretisch. Das probieren wir gleich mal. Das können wir natürlich auch mit dem Auto machen hier, ne? Ja, okay, machen wir das doch. Na, geh hier rüber. Hallo? Haben wir nicht das Auto? Ach, ich muss natürlich auch die richtige... Okay, das ist sofort oben, natürlich. Das andere funktioniert nur mit Verzögerung. Das ist klar, weil der Weg der Leitung ist natürlich auch länger hier drüben. Das muss man natürlich berücksichtigen. Deswegen dauert das schon ein bisschen, bis man hier vorwärts kommt. Okay, dann kommen wir wieder aufs Dach. Das heißt, wir können den schon mal hochfahren. Und wahrscheinlich kommen wir dann irgendwie auf den Lüftungsschacht drauf vom Auto aus. Kann das sein? Speichern wir mal. Genau deshalb. So, diesmal ohne Absturz vielleicht. Dankeschön. Beim nächsten Mal mit Sprung. Beim nächsten Mal mit Sprung. Dankeschön. Beim nächsten Mal ohne abzustürzen. Beim nächsten Mal mit Sprung. Beim nächsten Mal mit Sprung. Das sage mal, was ist denn los? Ist das diese Kante hier? Der will gerade irgendwie nicht richtig springen. Einmal hat er es gemacht. So, dann müssen wir es halt so machen. Wir sind wieder oben drauf. Ich weiß bloß nicht, was wir davon haben. Kommen wir hier wieder rein? Nee. Hä? Was bringt uns das denn? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was genau wir hier eigentlich tun sollen. Oh, ich sitze schon wieder krumm. So. Oh. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier darstellen soll, dieser Raum. Was wir hier tun sollen. Können wir hier irgendwas niederknüppeln? Nee. Hä? Was soll ich denn machen? Sagt es mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wirklich. Toll. Ich muss gar nichts hier oben machen. Sagt mir das doch gleich. Wieso ist die Tür für unten nicht aufgegangen, als ich das schon mal versucht habe? Seid ihr bescheuert? Dieses Spiel nervt. Hier, es geht nicht. Ich muss wirklich mich dagegen lehnen. Ich darf die nicht benutzen, weil ich muss mich dagegen lehnen. Das ist doch bescheuert. Ja, na klar. Sprengt die Hütte in die Luft. Ich brauch sie nicht mehr. Kommen wir hier durch? Nee. Das heißt, jetzt brauchen wir dieses blöde Ding, oder? Huch. Wieso gehst du zurück, wenn ich vordrücke? Das verstehe ich nicht. Okay. Speichern. Drücken.
Achso, ne, wir brauchen gar nicht vorher speichern. Ja, du darfst dich auch draufstellen. So, wir können erstmal hier so außerhalb der Schusslinie stehen bleiben. Wunderbar. Ja, ins Gesicht, na klar. Wohin sonst? So, hacken wir noch mal ein bisschen die Knochen rein. Der ist tot. Wir speichern noch mal. Wir gehen wieder rüber. Wir laden vielleicht vorher noch mal nach. Haben die denn da irgendwelche Problemchen mit anderen Viechern? Aber ich habe Problemchen mit dem Kerl da. Der nervt ganz schön mit seinen Granaten, ne? Muss ich mal so sagen. So, machen wir es mal so. Ich habe das Nachladen vergessen. So, das hast du davon. Fuck you in the ass, fucker. So, wir gehen nicht durch. Ah, ja. So, diesmal aber. Wir haben es endlich durchgeschafft. Und können uns den Weg freisprengen, so wie es hier aussieht. Vorher aber noch kurz ein bisschen Muni sammeln. Natürlich, natürlich. Wie sollte es anders sein? Wir haben wieder einiges an Granaten, das ist schön. Und wir haben einen freigesprengten Weg. Und einen toten Alien. Kommt noch jemand? Oder dürfen wir jetzt... Nein, es kommt noch jemand. Ich sterbe dabei? Was? So. Kommt noch jemand? Oder können wir jetzt? Ich traue mich nicht. Na gut, wir gehen mal. Is it safe? Hello, my darlings. Oh, it looks great down here. It looks marvelous. Ich schaue mir das mal ein bisschen aus der Ferne an. Und sehe, da steht ein offener Panzer rum. Das gefällt schon mal vom ersten Anblick her. Denn das sieht aus, als ob ich den gleich benutzen dürfte. Ich glaube, ich gehe einfach mal da rein. Okay, ich kann ihn gar nicht benutzen. Das ist gemein. Ich dachte für einen kurzen Moment, ihr wäret mal freundlich mit mir. So. Haben wir noch den da drüben? Den können wir uns gleich mit der normalen Pistole holen. Wenn er denn nicht wegläuft. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ach, da drüben. So, schaffen wir den denn von hier aus? Zappel mal nicht so. Okay, hat funktioniert. Ich bin zufrieden. Wir bleiben oben. Denn ich glaube, unten gibt es nicht so viel. Außer dem Kistenstab. Und einem Soldaten, wie wir gerade erfahren. Aber an den kommen wir von hier aus nicht ran, oder? So. Machen wir das nochmal neu. Aha. Ha. So viel dazu. Wir speichern. Wir gehen runter. Wir schnappen uns die Muni. Und hören schon wieder Schüsse. Ah. Ich glaube ja, wir müssen da drüben weiter. Warum können wir das nicht benutzen? Das wäre ziemlich cool gewesen. Ich glaube ja, wir müssen da drüben weiter. Wir gehen aber erstmal hier lang. Denn ich will noch kurz hier ein bisschen Muni kriegen. Kann man nie genug haben. Die Energie ist ebenfalls großartig. Die ist voll. Okay. Wir haben alles voll, habe ich das Gefühl. Zumindest fast alles. So, die kriegen wir ja nicht durch hier, ne? Ne, sind Stahlkisten. Gut, dann kämpfen wir uns jetzt mal voran. Ich höre schon wieder irgendeinen Armeetypen. Ich hoffe nicht in meinem Raum hier. So. Machen wir jetzt mal so. Speichern. Und weiter geht's. Was ist das denn für ein ekliges Geblubber hier? Ich sollte vielleicht mal die Waffe wechseln. Huh. Ja, sehr freundlich.
So, das machen wir nochmal neu. Wenn der hier rumkommt, dann können wir das auch gleich nutzen. Vielleicht sollte ich auch so schießen, dass er dabei stirbt. Das könnte helfen. Ist aber schön, dass er sich die Wand frei wirft, indem er einen Soldaten loswirft. Magst du kommen? Er hat da noch jemand anderen zum Spielen, wie mir scheint. Mönch, komm doch mal zum Spielen vorbei. Er mag nicht mehr. Dann machen wir es eben so. Wenn du nicht vorbeikommen willst, dann werfe ich es dir halt zu, du Arsch. So, der ist weg hier drüben. Okay, hier unten sind welche. Die können von mir aus auch da stehen bleiben, ehrlich gesagt. Aber ich fürchte, dass die mir noch irgendwie lästig werden könnten. Deswegen kümmern wir uns mal so darum. Viel Spaß! Ist schlau, direkt neben der Granate in Deckung zu gehen. Okay, ich hätte natürlich gern beide erwischt. Kriegen wir das denn hin? Natürlich, der hat überlebt! Aber was sollte ich auch anders erwarten? Ach Mensch, das gibt's ja gar nicht. Entweder... Ja, der bleibt bei dem am Fuß hängen, natürlich. Jetzt! Nein, gibt's doch gar nicht. Scheiß drauf. So, dann holen wir uns den mal mit der Pistole. Für sowas ist die immer gut. Okay. Und dann geht's weiter. Was sind das für Geräusche? Das klingt ziemlich eklig, muss ich sagen. Wie viel braucht er? Ist die Frage. Okay, er ist tot. War ja doch gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ja, lassen wir mal so durchgehen. Passt schon. Da drüben haben wir noch einen, den könnten wir uns vielleicht mit der Pistole holen wieder. Sehr gut. Die Pistole ist schon eine ziemlich nützliche Waffe, muss ich sagen. Das Sturmgewehr ist äußerst rotzig, dadurch, dass das eine ganz beschissene Zielsicherheit hat. Und Zielgenauigkeit. Das sollte man nicht tun. Deswegen gehen wir lieber den sicheren Weg um die Kisten, die dabei gleich komplett einstürzen. Ist die Tür so fett geworden? Wann haben wir denn so zugelegt? Also muss der Anzug sein. Der Anzug macht uns schwer. Gordon kann nicht so außer Form sein. So. Hätten wir dich auch. Gehen gleich mal in deine Ecke zum Speichern. Nochmal neu speichern. So, irgendwo haben wir hier noch Militärtypen rumhängen. Ich weiß bloß nicht wo. Hui. Schauen wir nochmal hier oben. Ich glaube, hier müssen wir gleich durch. Erstmal deine Munition mitnehmen, das ist in Ordnung. Von wo? Von da drüben. Ah ja, na klar doch. So, das ist aber nicht der, den ich gehört habe, ne? Muss ich mal sagen. Ich habe nämlich einen Militärtypen gehört. Und das da oben ist definitiv kein Militärtyp. So. Dann halt nicht. Wenn ihr nicht wollt, dass ich hier irgendwas benutze, dann benutze ich es eben auch nicht. Ist mir auch egal. Ich finde schon einen anderen Weg. Ich brauche eure Mainstream-Wege nicht. Ich gehe dann einen alternativen Weg, nicht wahr? Das passt schon. Du kriegst mich gar nicht hier drüben. Du alte Pfeife, ich mach dich fertig, was ist denn das? Irgendwann zumindest. Und wenn ich dich zu Tode langweile, aber ich werde dich umbringen. So, hätten wir das?